Wenn jetzt f hoch minus 1 die Umkehrfunktion von f ist, dann heißt das, dass wenn wir die beiden nacheinander ausführen, wir dahin zurückkommen, wo wir gestartet sind. Also zum Beispiel ist f von f hoch minus 1 von x immer x. Und x muss eben irgendwas sein aus diesem Bereich v, was wir in das f hoch minus 1 einsetzen dürfen. Gut, und daraus kriegen wir jetzt durch Ableiten nach x kriegen wir jetzt so eine Beziehung, in der das f hoch minus 1 Strich auftaucht, was wir vielleicht noch gar nicht kennen. Also auf der linken Seite brauchen wir die Kettenregel, dann haben wir f Strich von f hoch minus 1 von x mal f hoch minus 1 Strich von x. Und auf der rechten Seite, wenn wir diesen Vektor x nach x ableiten, da kriegen wir eine n Kreuz n Einheitsmatrix. Wieso eine Einheitsmatrix, fragen Sie sich vielleicht im Moment, wenn wir das mal kurz aufschreiben. Wenn wir also eine Funktion, ich nenne sie mal g haben, g von x, die ist x, und wir wollen die ableiten. Also wir bilden g Strich von x. Also dieser Vektor x hier, der sieht doch so aus, das ist x1, x2 und so weiter bis xn. Wenn wir jetzt g Strich bilden, machen wir hier ein bisschen Platz, dann wird das eine n Kreuz n Matrix. Da müssen wir jede Komponente von g einmal nach jeder Variablen ableiten. Also wenn wir das x1 nach x1 ableiten, dann kommt 1 raus. Wenn wir es nach x2 ableiten, gibt es 0 und so weiter für alle anderen Variablen. Wenn wir x2 nach x1 ableiten, kommt 0 raus. Wenn wir es nach x2 ableiten, kommt 1 raus und danach wieder Nullen und so weiter. Also 0, 1 und weitere Nullen. So geht es in jeder Zeile, bis wir am Schluss dann da unten irgendwo angekommen sind, wo wir hier eine 0 haben und erst in der letzten Stelle, wenn wir xn nach n ableiten, dann wieder eine 1 bekommen. Also das ist gerade eine Einheitsmatrix, die hier entsteht. So erklärt sich das blaue i da oben. Jetzt schieben wir das vielleicht geschwind zur Seite und rechnen hier weiter. Also wir haben die blaue Gleichung und die können wir ja jetzt umstellen, indem wir sind an dem Ding hier interessiert, an dem f hoch minus 1 Strich. Jetzt multiplizieren wir mit der Inversen dieser Matrix. Beide Faktoren hier sind n Kreuz n Matrizen. Jetzt multiplizieren wir mit der Inversen dieser Matrix und dann bekommen wir f hoch minus 1 Strich von x ist gleich, ja, Inverse mal Einheitsmatrix gibt einfach nur diese Inverse, also f Strich von f hoch minus 1 von x und von dieser Matrix die Inverse. Das kommt hier raus. Das ist genau die Formel, die wir haben wollten. Warum können wir auf jeden Fall diese Inverse bilden? Ja, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen ja gerade, dass da, wo es uns interessiert, die Determinante von f Strich nicht null ist. Also f Strich hat eine Inverse. Und diese Formel, die kommt uns auch bekannt vor, die kennen wir aus dem Eindimensionalen, nur da haben wir statt hoch minus 1 einfach immer 1 durchgeschrieben.